Die Zwangsumstellung auf digitale Stromzähler, also Smart Meter, verfolgt uns schon seit Jahren. Obwohl sogar der Rechnungshof die Einsparungsmaßnahmen, die für den Einbau beworben werden, als nicht beurteilbar bezeichnet. Der Rechnungshof tituliert die Einsparungsmöglichkeiten beim Personalaufwand, die auch als Grund für die Ausrollung angeführt werden, sogar als nicht gegeben. Große Sorge gibt es auch rund um den Datenschutz im Zusammenhang mit dem Smart Meter. Nach einigen Klagen und auch Stromabschaltungen soll jetzt der Europäische Gerichtshof EuGH eingeschaltet werden. Anlass für die Entscheidung des Landesgerichtes St. Pölten war der Fall einer Mandantin von Rechtsanwalt Magister Gottfried Forsthuber, der sich klar äußert und sagt, die Wahlfreiheit muss erhalten werden. Wir stehen auf der Seite der Bürger und nicht auf der Seite der Konzerne. Und damit darf ich den Rechtsanwalt Herrn Magister Forsthuber sehr herzlich via Zuschaltung begrüßen. Hallo, Herr Magister Forsthuber. Schönen Nachmittag, Herr Karan. Hallo. Herr Magister Forsthuber, ich habe hier gleich die erste Frage. Sie setzen sich ja mittlerweile seit einem Jahr juristisch mit dem Thema Smart Meter auseinander. Jetzt dürfte sich dank Ihres Einsatzes auch auf juristischem Wege etwas bewegen. Welche Erkenntnis rund um den Smart Meter haben Sie in dieser Zeit gewonnen und was bewegt sich jetzt auf dem Wege der Gerichte? Sehr gute Frage. Es hat sich in diesem Jahr tatsächlich einiges bewegt. Seit etwa 15, 16 Monaten bin ich an dem Thema dran und bin am Anfang, ja, regelrecht gegen Mauern gelaufen. Ignoranz war eben der stete Begleiter. Und da haben wir gedacht, na, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass so viele Leute in einer sehr unangenehmen Art und Weise von ihrem Netzbetreiber behandelt werden. Wegen Drohbriefe, Achtung, Stromabschaltung. Da werden Leute geklagt, die eine aufrechte Eichung von ihrem Messgerät haben, bis 2036, 2037 teilweise, bekommen jetzt schon ungewohnte Post. Und da haben wir gedacht, das kann wohl nicht so mit rechten Dingen zugehen. Da muss es noch einen weiteren Hintergrund geben. Und dann habe ich mich halt in dieses Thema hineingekniet. Da haben wir gedacht, ja, wenn es keiner macht, ich fange jetzt mal an. Es gab ja schon ein bisschen, da werden wir noch im weiteren Gespräch noch darauf kommen, es gab ja schon einige juristische Auseinandersetzungen. Der oberste Gerichtshof in Österreich hat nämlich 2022 schon gesagt, dass diese Einführung im Grunde genommen okay wäre und jeder, der eben kein so ein mechanisches Gerät, der eben einen Smart Meter haben möchte, ja, der kann sich auch damit zufrieden geben, dass ein digitaler eingebaut wird, der einmal im Jahr abgelesen wird. Das nennt sich dann sogenannt Opt-out und der wäre gleichwertig einem mechanischen Zähler. Nach über einem Jahr mit Befassung mit dem Thema muss ich sagen, nein, das stimmt nicht mehr. Diese Rechtsprechung vom OGH ist überholt, weil der Sachverhalt eben in dieser Tiefe noch nicht besprochen wurde in Österreich und auch nicht, wie es scheint, in Europa. Und da ist jetzt die großartige Gelegenheit im Sinne der Konsumenten, dass wir hier etwas gemeinsam bewegen können. Die Entscheidung, das heißt, dass Smart Meter verbaut werden, fußt ja auf einer EU-Richtlinie, die ja besagt, dass 80% der Anschlüsse eben mit einem Smart Meter versehen werden müssen. Und da gibt es in so manchen Bundesländern, wo Sie auch tätig sind, in Niederösterreich, bereits eine Übererfüllung, fast, was ich gehört habe, bis 99%. Und dennoch wird vehement gegen diejenigen vorgegangen, die sich eben gegen diesen Smart Meter oder diesen Einbau eben wehren. Was haben Sie hier für Erlebnisse zu berichten? Ja, das ist auch ein ganz interessanter Aspekt. Und man sieht dann auch als Endverbraucher, dass die Netzbetreiber alles wollen, nur keinen Widerspruch vom Kunden. Also der Kunde muss wirklich fast schon in sklavischer Verehrung das tun, was der Netzbetreiber möchte. So habe ich den Eindruck. Das ist
Nämlich insofern bemerkenswert, Sie haben es gesagt, in Niederösterreich 99% Ausrollungsrate, in Salzburg auch ähnlich hoch, glaube ich 95 oder 96%. Also in jedem Fall völlig über dem Limit oder Level, das einerseits die EU-Richtlinie vorsieht, aber auch die Österreich vorsieht. In Österreich ist nämlich das Ganze, weil wir offenbar Musterschüler sind, übererfüllt worden dahingehend, dass gesagt wurde, in Österreich müssen nicht 80% der Haushalte, sondern 95% der Haushalte umgestellt werden auf den Smart Meter. Und es haben zahlreiche Netzbetreiber eben diese Ausrollungsrate schon erfüllt. Und trotzdem argumentieren die, wenn wir das nicht machen, werden wir Strafe bekommen bis zu 75.000 Euro. Und dieses Argument fällt in sich zusammen, wenn man die Ausrollungsrate mit 99 anschaut. Also 95 zu 99, das ist recht eindeutig, dass hier auch keine Gefahr mehr für Netzbetreiber mehr besteht. Aber trotzdem werden die Leute fast schon ein bisschen in die Irre geführt und die Situation Smart Meter Einbau als etwas Unausweichliches dargestellt. Ich muss sagen, nein, das ist es nicht. Es gibt eine Reihe von begründeten Argumenten, warum man sich gegen diesen Smart Meter aussprechen kann. Ja, wir haben also hier quasi eine Übererfüllung dieser Richtlinie, die von der Politik eben von, ich glaube, es war von der ÖVP eben noch verstärkt wurde auf 95%. Vor kurzem war ja eine Pressekonferenz, wo Sie dabei waren, und ein Hauptteil, den ich hier heraus gelesen oder beziehungsweise gehört habe, ist ja für Sie der Datenschutz, der Ihnen ein Anliegen ist. Was geht hier vor im Bereich des Datenschutzes oder wie kommen Sie zu dem? Ja, das ist wirklich eine durchaus detailreiche Sache. Ich muss da kurz einmal hineinspicken in die Entscheidung, die uns das Landesgericht St. Pölten da gegeben hat. Die haben nämlich eine Reihe von Bedenken, die in dem Musterverfahren aufgeworfen wurden, eben auch in Fragen gegossen, die jetzt dann dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt werden. Und wenn ich da kurz hineinspicke, wir müssen da 3 bis 4 verschiedene Richtlinien querlesen, damit wir überhaupt einmal herausfinden, welche datenschutzrechtlichen Anforderungen müssen von diesem Gerät überhaupt eingehalten werden. Die Netzbetreiber behaupten dann regelmäßig, bei uns wird alles picobello und perfekt gemacht und begründen das damit, dass diese Geräte in der Europäischen Union zugelassen sind zum Verkauf, also ein CE-Kennzeichen haben. Das CE-Kennzeichen zeigt im Grunde genommen nur, ich vereinfache jetzt, dass das Ding nicht sofort zu brennen anfängt. Also, dass die gewisse technische Grundvoraussetzungen gegeben sind, dass man es verwenden kann. Aber betreffend Datenschutz und welche Vorkehrungen hier zu treffen sind, gibt es in der Richtlinie selbst keine Hinweise. Also muss man es ergänzend auslegen, indem man die Datenschutzgrundverordnung liest und indem man natürlich auch die Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof heranzieht. Und da wird es jetzt interessant. Jeder von uns kennt das, also zumindest jeder, der Internet nutzt. Wenn man auf eine Seite geht, wird man vorher gefragt, akzeptieren Sie die Cookies, ja oder nein? Und dann kann man sich, wenn man interessiert ist, auch nachlesen oder nachschauen, wofür man überhaupt seine Zustimmung erteilt. Nämlich, die Daten können gespeichert werden, man nimmt sie zu Werbezwecken oder gibt sie sonst weiter. Und dann kann man eben sagen als Nutzer, nein, das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Meine Daten weitergeben, ich nutze eine andere Seite, wo vielleicht die gleiche Info steht, aber ich nicht so viele Daten hergeben muss. Anderen ist es wiederum völlig gleichgültig. Aber das Wesen ist, der Kunde, der Endverbraucher muss über diese Datenverarbeitung informiert werden. Und genau das fehlt beim Smart Meter. Es gibt kaum Datenschutzbegrenzungen und diese Daten werden auch zusammengefasst und in Form von Metadaten verkauft. Das heißt, der Netzbetreiber hat noch zusätzlich eine Einkommensquelle, ohne den Kunden entsprechend daran zu beteiligen. Das heißt, Und ich. vor allem ohne Kunden, und möchte ich noch ergänzen, Ja. und der Kunde hat nicht einmal seine ausdrückliche Zustimmung dazu erteilt. Wenn Sie daheim die AGBs, die allgemeinen Geschäftsbedingungen durchlesen von Ihrem Netzbetreiber, werden Sie feststellen, es gibt zwar eine Datenschutzerklärung, aber da steht kein Wort davon drinnen, was Metadaten und die Weitergabe von Daten anbelangt. Und da fängt es ja eigentlich schon an. Das heißt, Sie sprechen jetzt von den Daten, die eben der Netzbetreiber auslesen kann, wann
Strom verbraucht wird, in welcher Höhe Strom verbraucht wird, ob eine Waschmaschine eingeschalten wird, ob man zu Hause ist oder nicht. Diese Daten, die fallen ja auch unter den Datenschutz und das ist natürlich sehr prekär, wenn eben Daten hier weitergegeben werden und niemand weiß, was mit den Daten passiert. Und hier, wenn ich das richtig verstanden habe, gehen Sie hier rein juristisch und wollen diese Klärung haben, inwiefern diese Daten schützenswert sind und damit nichts angestellt werden kann. Richtig. Ich möchte noch zu den Daten und wie diese ausgelesen werden können ergänzen. Es hängt tatsächlich vom technischen Equipment, von den Möglichkeiten ab, wie viele Daten in welcher Detailreiche abgelesen werden können. Es kann durchaus ein Problem sein, wenn jemand, weiß ich nicht, in seinem Betrieb etwas sehr Spezielles herstellt und in der Konkurrenz hat daran Interesse und in diesem Zusammenhang auch eben der Stromverbrauch interessant ist. In solchen Fällen kann man über Smart Meter durchaus Lastprofile erstellen und überprüfen, wann hier ein bestimmter Prozess sehr energieintensiv ist und wann nicht. Ich möchte jetzt nicht weiter ausführen, weil es hier doch, ich möchte niemanden auf Ideen bringen, wie man den anderen ausspielen kann. Ich möchte nur hervorheben, diese Datenschutzthematik ist real und auch wenn einer sagt, mir persönlich ist das egal, wir sind doch ohnehin schon gläsern, dann muss ich zumindest dem entgegnen. Und sind Sie auch damit einverstanden, dass Ihre Daten weiterverkauft werden und Sie keinen Cent dafür kriegen und nicht einmal dem zugestimmt haben? Also irgendwann muss man halt dann schon auch als Kunde sagen, wie weit lasse ich es zu, dass die Großkonzerne, die Netzbetreiber mit einem umgehen? Und man kann sich da in dieser heutigen Zeit, glaube ich, nur effizient wehren, wenn möglichst viele ein Problem darstellen. Man muss nicht immer zwingend zum Gericht gehen. Man kann zur Schlichtungsstelle auch gehen, man kann seinen Abgeordneten anschreiben. Man kann auf jeden Fall auch Dinge tun, die nichts kosten, aber trotzdem das Problem darstellen. Und das möchte ich wirklich jetzt bitten oder empfehlen. Wenn hier jemand Bedenken hat, dann bitte tragen Sie es auch an die richtige Stelle. Und ich hoffe, ich kann auch noch Gelegenheit haben, dazu darzustellen, wie und wo das funktionieren kann. Ja, Herr Magister Forsthuber, im Zuge der Aussagen zu diesem Thema Smart Meter ist mir auch Folgendes aufgefallen, dass eben Erkenntnisse erlangt wurden, dass die aber natürlich noch nicht juristisch durchgefochten wurden, dass es eben zu erhöhten Ablesungen durch den Smart Meter in den Sommermonaten um 20% oder so in dieser Richtung kommen soll und im Winter noch mehr. Wie schaut es in dieser Richtung aus? Was haben Sie hier für Erfahrungen gemacht? Das Thema Stromablesung und falsche Stromaufzeichnung ist im Prinzip ein weiterer Punkt, warum das Smart Meter zu überprüfen ist, zu hinterfragen ist. Es gibt universitäre Studien aus Holland, die teilweise eine Abweichung von bis zu 600% festgestellt haben. In Österreich gibt es eine Dame, die hat sich nach ihrem Smart Meter zur Kontrolle einen mechanischen Zähler einbauen lassen und hat die beiden Zählerstände verglichen und musste eben feststellen, dass in der Sommerzeit, in der warmen Jahreszeit, eine Abweichung von 20% plus war und in der kalten Jahreszeit plus 40%. Also zusammengezählt, übers Jahr grob gerechnet, circa ein Drittel mehr Stromverbrauch aufgezeichnet, als tatsächlich konsumiert wurde. Und das alles zahlen Sie als Steuerzahler, Schrägstrich als Endverbraucher. Und das ist ein Thema, das man sich auch juristisch unbedingt anschauen muss. Und diese Frage ist bei allen Verfahren, die ich gerade führe, und es sind diesbezüglich einige, jedenfalls ein Thema. Das muss man sich als Sachverständiger im Detail anschauen, vor Gericht, und dann können wir definitiv sagen, welche Qualität haben diese Smart Meter überhaupt und können die überhaupt den Strom korrekt aufzeichnen? Oder gibt es ein Körbelgeld, vielleicht auch ein unbeabsichtigtes, für die Netzbetreiber? Das werden wir wissen. Das heißt, in Zukunft wird man das technisch nachweisen und versuchen, dass man das auf juristischen Wege dann klärt und eben schaut, wie man das technisch nachweisen kann. Wie Sie gesagt haben, hinter dem Smart Meter noch einen Analogzähler oder ein anderes Gerät, das aufzeichnet,
eben dranhängen und dann im Endeffekt dann den Beweis antreten. Aber schauen wir mal, wie das dann auf dem juristischen Weg dann zu lösen ist. Aber Sie raten natürlich den Kunden, solche Kontrollen machen zu lassen, sofern eben der Einbau eben möglich ist. Sehe ich das richtig? Richtig. Und wenn man das macht, kann ich nur empfehlen, jedenfalls ein geeichtes Gerät zu kaufen. Es gibt teilweise ungeeichte. Der Preisunterschied ist marginal. Mit ca. 50 Euro ist man dabei. Man kann sich einen mechanischen Zähler kaufen und kann damit auch kontrollieren, ob die Abrechnung auch stimmt. Und das ist im Grunde auch ein bisschen was, was man von der Oma auch mitbekommen hat. Licht sparen, Licht abbrennen, ein bisschen kontrollieren, ob die Abrechnung auch stimmt. In unserer heutigen Zeit sind wir ein bisschen stärker digitalisiert oder vertrauen mehr dem Computer. Ich meine da immer, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und das ist eine super Möglichkeit, wie jeder Einzelne seine Konsumentenrechte wahrnehmen kann. Und das empfehle ich jedem, den Einbau natürlich nur von einem Elektriker vorzunehmen, also einem Gewerbsmann, einem Befugten, weil da kann schon was sein, muss man sehr vorsichtig sein, aber trotzdem alles, was nach dem Stromzähler ist, gehört zur haushaltseigenen Stromleitung und darf natürlich entsprechend verwendet werden, so wie man das möchte. Wichtig ist nur eines zu bedenken, dieser zusätzliche Kontrollzähler, sage ich mal, muss zwischen Smart Meter und dem Zählerkasten montiert sein. Ja, also es darf nicht nach dem Zählerkasten sein, sonst könnte es ja sein, dass man dann einzelne Sicherungen runter abdreht oder runterzieht und sich dann auch die Stromaufzeichnung dadurch verändern würde. Also um das zu vermeiden, Kontrollzähler zwischen Smart Meter und dem Zählerkasten. Und dann dürfte das nach einer Beobachtungszeit von ca. 2 bis 3 Monaten sicher interessante Ergebnisse zeigen. Ja, danke. Dann komme ich noch zu zwei kurzen Fragen. Und zwar, Sie haben ja jetzt das so weit ins Rollen gebracht, dass sich eben der EuGH mit diesem Thema beschäftigen muss, wird. Was rechnen Sie? In welchem Zeitraum wird das geschehen? Und wie sollen sich Kunden dann oder Konsumenten dann verhalten, die eben jetzt Schreiben bekommen, weil sie noch keinen Smart Meter eingebaut haben? Zunächst einmal für alle, die aus welchen Gründen auch immer jetzt keinen Anwalt nehmen wollen, habe ich einerseits zur Verfügung gestellt die Gratis-Videos bzw. Gratis-Anträge, einerseits für Gericht und andererseits für Schlichtungsstelle. All das findet man auf unserer Kanzlei-Homepage forsthuber.at. Das ist einmal die erste Informationsebene, die ich anbieten kann. Wenn jemand also einen Brief dann bekommt mit Achtung, Drohung, Stromabschaltung, gibt es nur zwei Wege. Nämlich erstens einen Schlichtungsstellenantrag stellen und spätestens dann müsste es schon für den Netzbetreiber zu Ende sein. Die dürften dann nichts weitermachen. Weil sobald nämlich das Thema, worum es eigentlich geht, nämlich Ausbau oder Einbau von diesem Smart Meter, bei einer Schlichtungsstelle, bei Gericht verhandelt wird, kann jetzt nicht plötzlich am nächsten Tag der Techniker um die Ecke biegen und sich das Gerät einfach schnappen. Da ist etwas behördlich anhängig bzw. gerichtlich anhängig und dann entscheiden eben andere. Würde man in dieser Situation den Netzbetreiber einfach gewähren lassen, würde man ihm erlauben, dass plötzlich der Techniker kommt und das einfach mitnimmt, ist dann die logische Konsequenz, dass wir nur mehr, weiß ich nicht, im Wilden Westen leben, uns alle einen Baseballschläger schnappen und die Sache direkt gehen. Ich muss das in diesen drastischen Worten zum Ausdruck bringen, weil anders begreifen es manche offenbar nicht. Das ist grob rechtswidrig und auch den Konsumenten in jeglicher Hinsicht diskriminierend, belastend. Wenn man jemanden, gerade ältere Herrschaften zum Beispiel, nötigt, sich so ein Gerät einbauen zu lassen, nicht richtig informiert, dann nutzt derjenige seine Rechte, geht zur Schlichtungsstelle und dann kommt plötzlich der Techniker daher, trotz alledem, und will das Gerät mitnehmen. Also irgendwann hört sich der Spaß dann auf. Und da muss man als Konsument klar sagen, stopp, aus, hier reicht's. Weil wenn man schon sagt, wir leben in einem Rechtsstaat, dann muss es auch für alle gelten. Nicht nur für Netzbetreiber. Ja, und dann komme ich zur letzten und abschließenden Frage. Welche politischen Maßnahmen wären Ihrer Meinung nach notwendig, um den Widerstand gegen Smart Meter auch zu berücksichtigen? Also wenn ich was zu sagen hätte, wenn ich also Entscheidungsträger bin in der Regierung oder im Nationalrat, würde ich Folgendes machen.
Ich würde einmal mit der Energieministerin sprechen und schauen, dass die Verordnung auf das europäische Maß jetzt einmal fürs Erste zurückgestutzt wird, nämlich auf 80%. Was wiederum bedeutet, dass kein einziger Netzbetreiber in ganz Österreich die Endverbraucher derartig buserieren, martern, ärgern muss, weil das Ziel nämlich schon bei praktisch allen 80% erreicht wurde. Das heißt, die Energiewirtschaft hätte einen Frieden. Zweitens würde ich auf jeden Fall einschätzen, inwieweit ist es denn wirklich notwendig, Mann und Maus im ganzen Land jeden einzelnen Endverbraucher, also sprich Kunden, auf Smart Meter umzustellen. Das ist im Gesamtstromverbrauch, ist der Haushalt, der Privathaushalt nur ein kleiner Teil. Also wenn man jetzt schon sagt, wir wollen das ganze Stromnetz steuern, dann kann man auch ja, einen kleineren Verbrauchsteil durchaus etwas entspannter betrachten als zum Beispiel die Schwerindustrie. Und warum muss man diese gleichen Standards auf alle anlegen? Das ist zum Beispiel ein zweiter Aspekt, den ich, wenn ich etwas zu sagen hätte, auch überarbeiten würde. Ja, und dann der dritte Schritt ist im Grunde auch einen kundenfreundlicheren Zugang wählen. Die meisten Netzbetreiber sind letztendlich Töchter von den Energieversorgern der einzelnen Bundesländer, historisch gewachsen, in Österreich zum Beispiel die EVN. Und wer ist denn Eigentümer von der EVN? Tendenziell mehrheitlich das jeweilige Bundesland. Das heißt, ich hätte auf jeden Fall eine gute Gesprächsgrundlage mit den Landeshauptleuten und der Hauptfrau, dass man einen ehrlicheren, fairen Umgang mit den Kunden pflegt. Ja? Aber offenbar ist der Bürger heutzutage nichts mehr wert. Das erleben wir schon seit 2020, dass einzelne Rechte einfach beschnitten werden und man fährt da rasenmähermethodemäßig drüber und die Einzelnen kommen unter die Räder. Und da sage ich, da kann ich nicht länger zuschauen. Da müssen wir was tun gemeinsam. Und in diesem Sinne, ja, das wäre ein Ansatz für die Regierung auch einmal mehr auf Konsumentenschutz zu achten und nicht nur auf die Interessen von Großindustrie und Co. Ganz klare Worte und Sie haben es bereits durchblicken lassen. Man kann im September mehr Konsumentenschutz wählen. Das heißt, Sie kandidieren ja für die Bundesliste oder auf der Bundesliste am 29.09. für die FPÖ. Ja, das stimmt. Ich habe nämlich festgestellt, dass die FPÖ die einzige ist, die sich derzeit in Österreich für Konsumentenschutz stark macht. Man hört selten bis wenig in kontroversen Bereichen bei anderen Parteien was. Die ducken sich regelmäßig weg und die einzigen, die halten, sind wir Blaue. Und ich habe mir gedacht, das ist ein guter Ansatz, da möchte ich mitmachen. Und erfreulicherweise hat die FPÖ auch gesagt, ja, Konsumentenschutz ist uns ein Anliegen und körperliches, physisches oder personelles Zeichen bin ich, indem man mich eben auf der Bundesliste auch mit Vorzugsstimme wählen kann. Und wer das möchte, ja, den lade ich herzlich ein, weil ich werde meinen Weg weiter fortsetzen und ich freue mich auf entsprechende Unterstützung, weil gemeinsam schaffen wir immer mehr. Klare Worte vom Herrn Magister Forsthuber. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit und dass Sie bei uns waren zu diesem Thema.